Moin Leute, da sind wir wieder. Aus dem Urlaub, war gut, hat mir gefallen. So, und dann, Entschuldigung, habe ich mich, glaube ich, verrechnet. Gestern kam kein Video, aber passiert dem Besten, ne? Und mir. So, Masken, Wildshroom Hydra. Hydra nehmen wir mit. Priestess Butcher. Mudman brauchen wir nicht, wenn wir die Hydra haben. Machen wir. Der wilde Pilz. Wie sieht's mit den Ratings hier aus? Ja. Minus ready. Der Wald schon verticken war, dann kommen wir exakt auf den Exec. Und mit der Maske halten wir die drei. Safe. Oh, den habe ich mal gemutet. Warum das denn? Merkwürdig. Mal sehen. Mit einer Sally Kick hat er aber. Und hoffen einfach, dass keine Snare kommt. Lucky me. So de li, so de da, so de dumm. Vielleicht denkt er jetzt auch, ich gehe hier 5 Worker Start. Ich schicke auf Blau. Blau ist Butcher. Ich brauche aber die 6 Gold. Das heißt, ich schicke Double Snare auf 2. Vielleicht ist er Green und geht einen 5. Worker. Dann baut er nicht und dann liegt er gegen die Double Snare. Ich sag's ihm, der gibt einen 5. Worker. Ja. Er hat 2 Protonen. Vielleicht hält er. Bruder, du schickst auf die Honeyflower. Egal. So. Exec hier vorne. Haben wir 15 Gold. Dann sind. Haben wir gleich genug für 2 Masken? Wir können noch 3 Masken gehen, aber eigentlich würde ich gerne gegen 3 noch einen Gargoyle gehen. Weil er ja hier gerade Greedy für 5 Worker geht und noch nicht geschickt bekommen hat. Das liegt er, ja. Und das werde ich auch nicht halten. GG. Deswegen habe ich ihn gemutet. Ja, das ist dann RIP für mein Exec, würde ich sagen. Kann er mal aufhören, also wenn er, ich mache eher einen Mute nochmal, wenn er aufhört zu pingen, ist alles fein. Halte ich das? Sorry. Ja. So, ich kann. Die hält noch 8 Hiebe aus und die macht 30 Schaden. Ja, das ist exiges RIP. Dann kann ich jetzt auf Worker gehen. Ja, das ist Game Over. Alter, ey. Wenn er noch einmal pinkt, ne? Ja, 80er sind, aber es ist ja jetzt egal. Tut gut, aus dem Urlaub zu kommen und direkt sowas hier zu sehen. Naja. Und jetzt halte ich die 3 nicht mehr, oder was? Ja, der hat mich jetzt aber so richtig in den Popo gefickt, ne? Mit dem 5. Worker auf 2. Das kann man aufgeben. Butcher Aqua, ich gehe auf 5.
Ja. Alter. Hör doch einfach auf zu pingen, bitte. Also eine Hydra auf der ersten Wave, wo man sie setzt, zu verlieren, das ist halt nur Int, ne? Also ganz ehrlich. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, das lag nicht an mir. Das lag daran, dass er seine scheiß Protonen falsch platziert hat. Und normalerweise hält man mit Honeyflower E2 eher so, dass man nur die Dragon Turtle durchlässt, dann wäre es ja kein Problem gewesen, da hätte ich gehalten. Aber dass er halt die komplette Wave plus die Dragon Turtle liegt, war halt. Ist halt Int hoch 10. Stop pinging! Oh. Scheiß Russen, ey, ganz ehrlich. Sorry. Da wurde ich gerade. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich nehme es zurück. Ich gehe in Dino, weil er nur Pierce Damage hat. Also in der Backline, die Packrat 10 nicht in dem Fall. Wir gehen jetzt hier einen Wildshroom. Und zwar so. Und einen Gargoyle. Hier. Der Gargoyle. Oder gehe ich den Gargoyle. Will ich den Wild schon mit Butcher? Eigentlich nicht, ne? Nee, möchte ich nicht. Ja. Und noch eine Snail. Sehr schön. 100er Cent, ein Hermit. Okay. Ja, ach ja, die Hydra ist ja Maximum Weak. Ich bereue das, ne? Ja, ich lieg das hart. Das ist schade. Liegt er das hart? Halt doch deine Schnauze, ey. Ich verstehe nicht, wie man so viel pingen kann, ne? Da! Nimm! Das! Spast! Oh mein Gott, also Aggressivität direkt wieder da. Ja, sehr schön. So, John, beruhig dich wieder, du hast die Gemüse, jetzt hörst du nicht mehr, alles gut. So, für die nächste Wave komme ich, wenn ich resende, auf 120 und schaffe somit, ich schaffe sogar so. Ne, mir fehlt ein Gold. Ah, ich krieg da noch Gold. Okay, dann können wir gleich in Green Devil gehen. Oder wir gehen Butcher. Ich gehe in Lizard, weil die Wave ist ja schon fortified. Und dadurch brauche ich nur noch Backline Damage, der Pierce Damage macht, weil die Packrats tanken jetzt auf 6 ziemlich deftig. Und er profitiert halt so gut davon. Wir können das halt leider trotzdem noch gewinnen. Ich sag leider. Schau, ich will nochmal die Ratings sehen. Okay, ja. Gehe ich King Upgrade oder Snail? Eigentlich würde ich gerne auf 7 nochmal schicken. Aber ich gehe jetzt einfach King Upgrades und schicke durch. Ich schicke auf Blau. Blau ist momentan ja knapp über mir. Ja, jeder ist über mir. Nächste Wave gehe ich in Green Devil, das heißt, ich kann einen Oracle gehen. Er wird wieder ein Hermit schicken, aber das macht mir nichts, weil ich habe nur 2 Masten, das sind 50 Gold. Und meine restliche Value steckt in der Frontline. Diese Hydra ist halt so traurig, ne? Hey, hey, hey. Und er ist auf 11 Workern. Und er fehlt ihn halt auch noch. So, warum schickt er einen Canopy auf 7? Ich unmute ihn nochmal, vielleicht hört er auf zu pingen. Gibt's einen Quick-Mute-Button?
1. Bitte sehr, hast du deinen Cent? Ja, nee, das da liegt da eben nicht. Sorry. Alter. Green Devil Tank, gut, das ist halt der Hermit, ne? Ja. Er liegt sein wenigstens auch. Und ich brauche ziemlich lange. Ja, gehe ich nochmal zwei Worker. Alter, halt doch einfach mal deine Schnauze. Neunter Worker, die 8 haben wir safe. Ja, davon halte ich halt nichts, das wird halt richtig deftiger. Er pinkt halt zweimal, warum? Oh, ich krieg Kopfschmerzen, Jungs, es tut mir leid. Ah, ja. Du kannst ja gerne auf 9 schicken, aber ich glaube, bei mir ist das Spiel jetzt vorbei. Ist das tiltend, ne? Your forces reached the enemy king. Das ist ja schön. Genau, wir gehen jetzt in Worker und die Maiden. Weil sie haben gerade eben 2 Runden gesaved, wenn ich das richtig gesehen habe. 120, 0, 100, ja. 2 Runden safe, 60 pro Wave, ist nichts. Und auf 9 sind wir wieder gut, auch wenn die Hydra kacke ist. Dann gehen wir gleich einen Canopy. Den schaffen wir allein. Nee, schaffen wir nicht allein durch Income. Schade. So. Ja, Resendet, das kann man machen. Schaffe ich eine Hexe? Ich muss ein bisschen zurücknerven, muss man ja, ne? Kann ich nochmal? So ein bisschen ihm auf die Eier gehen möchte ich jetzt auch. So, wenn ich die Hexe schaffe. Oh, wenn ich leake, wäre das natürlich göttlich. So, eine Schlange leaken. Oh mein Gott, das wird halt. Pro Leak. Muss ich machen. Ich könnte auch einfach eine Mimik schicken. Falls es mit der Hexe nichts wird. Ja, ich gehe die mir mit, die gibt das meiste Income. Braucht das Gold gerade. 250, dann ist das hier der Canopy. Gehen wir noch ein Gargoyle, eine Maske, die macht eigentlich keinen Schaden auf der neuen. Aber wir brauchen gerade alle Value, die wir kriegen können. Gehe ich noch Snails, ja. Bounce halt ein bisschen schön hin und her bei den Aquas, ne? Und dann schauen wir gleich mal, was er gesetzt hat. Gegen 10 bin ich aufgeschmissen. Bin ich ehrlich. Ich könnte noch in Canopy gehen. Ich glaube, der macht mit am meisten Damage. Ja. Und er ist ein Nightmare gegangen. Und ein Lord of Death. Okay, der hat ganz schön viel Geld. Der Junge. Und die Mimik kriegt halt so auf die Schnauze, ne? Sehr viel Pierce Damage, aber leider tankt sie. Zu gut, zu viel. Das verstehe ich halt nicht, ne? Warum wurde die jetzt in dem Fall rausgefokust? Er liegt zwar trotzdem, aber. Und er liegt seinen halt nicht. Er feedet den halt komplett hoch! Oh. Entet zuerst meine Hydra weg und dann schafft es nicht mal seinen zu liegen. Ist das traurig. Wie viel verlieren wir hier? Minus 15, das geht ja noch. So, Wave 10, Looter, keine Chance. Aber ich gehe jetzt einfach für die Lizards, weil ich das Income brauche. Ja. Dann gehen wir gleich noch ein paar King Upgrades. So, hier. Jetzt ein Canopy im Split. Macht keinen Unterschied.
noch eine Maske, man weiß ja nicht, vielleicht bringt die was. Oh, die könnte ich. Eigentlich kann ich die hier vorne hinsetzen. Weil die Hydra wird ja eh gefokust und dann kann es sein, dass er so den Lizard oder sowas rausnimmt. Ja, diesen King-Attack wird zwar nicht zum Attacken kommen, weil er kein Leben hat, aber das haben wir dahingestellt. 240er, das ist GG. Oh, Dragon Turtles, aber das müssten die Masken doch wegmachen, ne? Ein Drache? Okay. Dann halt ein Drachen. Gut. Gehen wir 4 Worker. Geben gleich Protector. Auf eine Priestress. Hält er? Nee. GG WP. Ja, das war eine weitere Runde Legion für heute. Hat mich gefreut. Gutes Game. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.